Es gibt Pioniere, Musiker, Maler, die werden nicht verstanden. Die werden immer erst 20, 30, 40 Jahre später verstanden, was sie eigentlich gebracht haben. Und sie war aber jemand, der die Zeit erreichen konnte. Und zwar auf dieser Seelenebene. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass sie unglaublich viel versucht hat, in einen beschränkten Zeitrahmen hineinzupacken. Eines ihrer Credos war, lebe so intensiv wie möglich. Ich sollte dem Leser etwas vermitteln. Ich hätte so viel Irrespekt vor ihm, dass ich glauben würde, ich habe für ihn eine Antwort. Das ist genau der entgegengesetzte Raum, das ist die entgegengesetzte Richtung, von der, in der ich mich bewege. Ich versuche, in die Sehnsucht zu wecken, die uns gemeinsam ist, dem Leser und mir. Ich versuche, Erinnerungen zu wecken, Sehnsucht nach etwas Erhabeneres als das, in dem wir leben. Ich war angezogen von Leuten, die selbst von einer Leidenschaft belebt waren. Und diese Leidenschaft wollte sie weiterbringen. Sie war letztendlich auch immer auf der Suche nach Passion. Ja. Wo ist die Passion des anderen Menschen? Wo ist die Leidenschaft? Wofür interessiert er sich? Was bedeutet ihm etwas? Und indem sie da gebohrt hat nach diesem Schatz, nachdem sie gegraben hat nach diesem Schatz, war auch ein genuines Interesse einfach am Menschen vorhanden. Ja. Und einfach dieses Passion wecken. Ja. Da wo Passion drinnen ist, die Glut auflodert, ja, da ist sozusagen Intensität, da ist wirkliches Leben. Das war für sie ein großes Ideal. Ja. Also was bei ihr ganz eminent war, war ihre Qualität, also Qualität der Sprache, ihre Ernsthaftigkeit, ihr Suchen. Und in der Hinsicht würde ich sagen, dass sie eine moderne Mystikerin war.